Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich begrüße euch und Sie zum Tag des Haustiers. Hier mit Pamina auf meinen Armen. Die hat nicht so richtig Lust zum Dreh, deshalb muss ich mich beeilen. Tag des Haustieres. Ein toller Tag, ein wichtiger Tag für alle, die wie ich mit Haustieren, mit Tieren leben. Ich lebe mit sehr vielen Tieren zusammen, zum Beispiel mit der Pamina, die mir am Samstag sehr gut geholfen hat, mit unseren Firmenkandidatinnen und Firmenkandidaten. Ja, aber auch mit den anderen Hühnern, den Hähnen, den zwei Katzen, Trinchen und Camillo, mit den Fischen, Enten, ja, und das ist ganz gut. Tiere zeigen mir, dass Gottes Schöpfung viel, viel reicher und bunter ist und vielfältiger ist als ja, nur wir Menschen. Tiere zeigen mir, Gott hat ganz, ganz viele Wege, sich auszudrücken und zu uns zu sprechen, zu seinen Geschöpfen zu sprechen. Dazu gehören auch die Tiere. Tag des Haustieres. Ich wünsche euch und Ihnen mit oder ohne Haustiere Gottes reichen Segen. Gut, dass es euch gibt.